It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's a burlesque. Hallo und herzlich willkommen. Ganz, ganz schnelles Video. Ich habe leider nur 4 Minuten auf der Kamera. Deswegen mache ich einen ganz kurzen Tag mit. Und zwar Tag, das heißt der Tag Leseroutine. So, erste Frage, wann liest du? Also zurzeit lese ich sehr viel auf Arbeit. Normalerweise habe ich früher im Zug gelesen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich dann fest eingestellt bin, wann ich da lesen will. Vielleicht mal abends ein paar Seiten. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, weniger werden. Zweitens, wo liest du? Überall. Zug. Wenn ich Zeit habe, Zug, Auto sage ich schon, ja. Arbeit, Bett, wenn mir langweilig ist, beim Arzt, beim Warten und so weiter. Es gibt immer solche Gelegenheiten. Drittens, wie viele Bücher liest du auf einmal? Ich habe mal bis zu 3 Bücher auf einmal gelesen, das mache ich aber nicht mehr. Ich habe gerade 2 Bücher, also eins habe ich zu Ende gelesen, das zweite hatte ich mal angefangen zwischenzeitlich. Aber sonst will ich mich eigentlich immer nur auf ein Buch konzentrieren. Viertens, machst du zwischendurch Pausen beim Lesen? Kommt auf das Buch an und auf meine Zeit. Also wenn ich keine Zeit habe, kann ich natürlich nicht durchlesen. Und wenn mir das Buch nicht gefällt, habe ich gar keine Lust zu lesen, dann fange ich meistens ein anderes an. Aber manchmal schon, ja. Fünftens, überfliegst du Bücher? Querlesen? Nee. Entweder also beim Kaufen oder wie jetzt? Also wenn ich Bücher kaufe, schaue ich meistens hinten drauf oder vorne auf das Bild. Das ist meistens das Beste. Sechstens, wie lange schnell dauert es, bis du ein Buch durch hast? Ja, kommt drauf an. Dünnes Buch habe ich schneller durch als ein dickes Buch, ne? Aber so im Durchschnitt, dickere Bücher so im Durchschnitt 2 Monate. Und sonst so 1 Monat, weiß ich nicht. Ich gucke da eigentlich nie drauf. Es gibt nur besondere Bücher, die ich auf einmal durchlesen will oder schnell durchlesen will. Aber sonst, ich mache das ja nur so nebenbei, hobbymäßig. Nee, nicht mal hobbymäßig. Aber ja, wenn ich länger brauche, ist das für mich jetzt keine Schande oder so. Gut, ich schreibe die Fragen unten drunter. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also, tut mir leid, es ging ganz schnell, ich weiß. Wer mitmachen will oder wenn ihr die Fragen beantworten wollt, in den Kommentaren oder auf eine Videoantwort, würde ich mich freuen. Und was auch viele wollen, dass ich sage, bitte abonniert mich. Natürlich freue ich mich über Abonnenten. Natürlich freut es mich sehr, wenn ich jeden Tag neue Abonnenten habe. Das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich immer, wenn mich Leute unterstützen. Ich hab euch lieb. Tschüss. Ja, wie gesagt, zu den Abonnenten. Ja, ich freue mich. Ich möchte halt ungern sagen, oh, bitte abonniert mich. Das ist irgendwie... Ich will die Leute nicht anbetteln, dass sie mich anschauen. Mein Gott, wenn mich jemand gerne anschaut, also wenn jemand gerne meine Videos ansieht, dann kann er mich natürlich abonnieren. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Aber ich mag das nicht, wenn Leute dann in ihren Kanälen schreiben, abonnieren ist kostenlos, bitte abonniert mich. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so... Ja... Ich brauche jetzt nicht die 100.000 Milliarden Abonnenten. Ich mache das nicht, um irgendwas zu bekommen oder um... Keine Ahnung was. Ich mache das, weil es mir Spaß macht in erster Linie. Und in zweiter Linie mache ich es, weil ich... ihr kennt meine Videos. Ihr wisst, wie wenige Kommentare ich bekomme. Ich mag die paar wenige Kommentare viel mehr, als wenn ich jetzt 10.000 Milliarden Kommentare und so hätte. Deswegen... Ich mag es, meine Kommentare durchzulesen. Ich mag es ganz gern, wenn ich keine 50 Klicks habe. Das gefällt mir total. Ich weiß nicht. Ich brauche dieses ganze große Kram nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Weil jemand mal meinte, du freust dich über Kommentare und freust du dich eigentlich nicht über Abonnenten? Natürlich freue ich mich drüber. Wenn mich jemand für würdig hätte, dass er mich abonniert. Bevor die Zeit jetzt endgültig vorbei ist. Tschüss!